Hallo und herzlich willkommen bei den Brickfreaks. Heute wieder mit mir, dem Renzo. Hey ho! Wer den Kanal schon länger verfolgt, wird sich eventuell noch an das Haul-Video vom Brickfreak himself erinnern, als er massiv viel Glemmbausteine gekauft hat. Und bei dieser Toy-Hunting-Aktion war ich auch mit am Start und ich habe mir den Kui Hui, ich hoffe der Name passt, den Mechanical Master gekauft für 35 Euro und heute ist Tag des Panzers. Ich werde euch das Modell vorstellen, werde das ein oder andere zu den technischen Features sagen, wie sind die Power Units, so wie sie Hui Hui hier nennt, taugen die was oder sind die tatsächlich ihr Geld nicht wert? Das Set hat die Nummer 8012 und beinhaltet 457 Teile. Fun Fact. Es läuft mit 2,4G. Das ist eine neue Maßeinheit, finde ich aber nicht schlecht. Eventuell wäre es auch nicht schlecht, wenn es mit 3G funktionieren würde. Ich zeige euch ganz kurz noch die Rückseite der Packung. Da haben wir es. So. Ein B-Modell habe ich nicht gefunden. Weder ist es in einer Anleitung nicht dabei, noch habe ich da quasi im Internet was finden können. Und hier nochmal die Unterseite. Okay. Witzig finde ich immer bei der ganzen Geschichte, immer mit schniekem Tragegriff, sodass dann der geneigte Klemmbaustein-Fan das als eine Art Männerhandtäschchen dann mit nach Hause nehmen kann. Okay, ich werde das jetzt aufbauen und dann sehen wir uns wieder. Da ist er schon fertig. Die 457 Teile lassen sich problemlos verbauen. Die Qualität der Steine ist gut bis sehr gut. Ich bin nicht der weltgrößte Panzer-Fan, Freund, Versteher. Ich weiß nicht, ich glaube, es müssten Gepard sein, aber ihr könnt mich ja da in den Kommentaren verbessern. Sammelt die Rundumsicht. Die grüne Bodenplatte habe ich nur deswegen dazu. Meine beige Arbeitsplatte und das beige Modell, das wäre dann nicht so das ganz tolle Farbschema. Kommen wir gleich zu einem wesentlichen Punkt, der mich enorm stört. Man sieht es jetzt hier auch schon, hier unten. Kommt mir das Ganze vor, als würde ein Teil fehlen. Die Bauanleitung zeige ich euch. Klammer gebunden. Sagt auch, dass es so gehört und dass hier kein Teil fehlt, weder in der Auslieferung noch in der Montage von mir. Das ist halt einfach so. Technisches manuelles Feature ist das Drehen des Turms. Die Radarkuppel ist beweglich und die Flakgeschütze kann man manuell mittels dem kleinen Zahnrädchen hier am Ende bewegen. Dann würde ich gerne oder würde ich vorschlagen, ich zeige euch ein paar Bilder des Aufbaus und dann gewinnt ihr eigentlich eine recht gute Idee, was euch erwartet, wenn ihr euch das Ganze shoppt. Ich habe es gesehen bei eBay Kleinanzeigen, ist das Ganze drin. Zum Teil mit großen Preisunterschiede, 59 Euro. Ich habe es jetzt gesehen für 40 Euro. Den Händler packe ich euch mal in die Show Notes unter das Video. Ihr müsst dort nicht kaufen. Ihr könnt es, wenn ihr es irgendwo billiger findet, dann haut schlagt zu. Okay, die Bilder des Modells oder des Aufbaus kommen jetzt. Die 457 Teile kommen in nicht nummerierten Tüten daher. Es gibt auch keine Bauabschnitte. Ihr habt hier den Oldschool Lego Spaß. Hier seht ihr die Batterie, Schrägstrich, die Akkubox. Was hier super ist, es entfällt das elende Batterien kaufen. Ihr könnt das Ganze mit dem mitgelieferten Kabel schlicht und ergreifend super laden. Ganz wichtige Info für euch. Weder die Batteriebox noch die Motoren sind mit Lego kompatibel. Wenn ihr das Ganze als Idee habt, euch
günstig Motoren zu schießen, lasst es, dafür taugt das Set nichts. Hier seht ihr noch die Größen und die Farbangaben. Größenangaben passen super, Farbangaben, naja, könnte ein Stück besser sein. Auch bei den Aufklebern ist es so, die treffen nicht ganz den Sandton. Deswegen habe ich es nicht benutzt. Eine Information, die ihr sicherlich noch bräuchtet, sind die Abmaße des Ganzen. Er ist 24 cm lang, ungefähr 18 cm breit. Und wenn ich so die Flagge schütze, das Ganze nach oben stelle, so wie hier, sind es auch so um die 16, 18 cm. Zum Größenvergleich nochmal hier eine Lego Minifig, die natürlich dem Set nicht beiliegt. Wie gesagt, die Platte nicht, die Figur auch nicht. Was dem Set beiliegt, ist die Fernbedienung. Die hat mit der von Lego noch nicht mal teilen die sich die Optik, auch nicht die Technik, weil Infrarot, und das ist eine Funkfernbedienung. Sie wird befeuert mit 3 AAA-Batterien und hat hier hinten ein kleines Noppenfeld, wenn man die auf irgendwas aufbauen möchte. Dann würde ich jetzt sagen, es ist Panzerzeit. Wir lassen das Ganze mal bei mir in der Höhle fahren. Und ihr gewinnt dann tatsächlich einen Eindruck, wie gut oder wie schlecht der Panzer ist. Hält er sich gut im Gelände oder doch nicht? Ich habe dann mal einen kleinen Testparcours aufgebaut für das kleine Kettenwesel, um euch zu zeigen, wie er sich so verhält, fährt. Wie ihr seht, Power hat er genügend. Probieren wir es mal mit dem Pork. Pork schubsen geht auch. Dann ein kleiner Hinweis zur Steuerung. Vor, zurück, drehen. Was ihr nicht habt, ist, dass ihr die beiden Motoren getrennt voneinander fahren könnt. Ihr habt auch keine weitere Umstellmöglichkeit. Also das ist die einzigste Steueroption, die ihr habt. Die beiden Motoren sind gut, haben genug Bums. Das Batteriepack, das in dem Panzer verbaut ist, könnt ihr mittels Ladekabel wieder betanken. Das heißt, ihr habt nur die 3 AAA-Batterien, die in die Fernbedienung kommen. Ansonsten braucht ihr keine Batterien. Der kleine Panzer von Kuihui macht vieles richtig. Die Bausteine und Bauteile sind von guter bis sehr guter Qualität. Die Pinne halten, die Anleitung ist vernünftig, die Technik und die Motoren funktionieren, aber Obacht, Motoren und die Batteriebox lassen sich nicht mit denen von Lego kombinieren. Das würde nicht funktionieren. Als Teilespender zu schade. Für 40 Euro ist er vom Preis her okay. 45 mit Versand eventuell. Da kann man ihn ruhig mit nach Hause nehmen. Gut, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gewonnen, was Kuihui hier alles für uns tun kann. Lasst uns einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, ballert die in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal von uns. Und dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Euer Renzo, bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao.